Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Pokémon Schwert und Schild. Meine zweite Folge. Wir müssen in irgendeinen verbotenen Wald. Mal gucken, was uns hier erwacht. Ich bin gespannt. Und dann ab in den Wald. Schlummerwald, okay. Wir müssen ein Wally finden, was hier durchgelaufen ist, was durchgebrannt ist. Hallo, Wally? Mist, wo ist es bloß hin? Aufgefressen von Darkrai. Keine Ahnung, welches dunkle Pokémon hier wartet. Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Ach, du bist ein Genie, du Leuchte. Und natürlich, wenn euch der zweite Part auch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne auch ein bisschen kommentieren und jetzt gucken wir mal, was hier für wilde Pokémon kommen. Oh Gott. Was ist das? Wie heißt das, Raphael? Ist das euer Ernstspiel? Wir sollten nicht zu krass, zu stark trainieren, weil ich will ja noch ein neues Teammitglied fangen, aber soweit ich weiß, haben wir keine Pokebälle. Raphael. Oh mein Gott, ich komme auf den Namen nicht klar von diesem verdammten Pokémon. Aber ja, ich dachte jetzt, hier kommen irgendwelche gruseligen Pokémon, aber nein, hier ist ja gar nichts gruselig, das ist eher putzig und lustig. Ja, come on. Ich will halt einfach ein schönes Pokémon fangen können. So, und jetzt haben wir Wally gefunden. Geh mal über die Brücke hier. Ja, okay. Ah, das ist die Vorentwicklung von dem Vogel. Wie heißt das? Es heißt Micro. Ist das richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist der mit Glut fast besiegt. Piekser. Das war auch nur ein kleiner Piekser, die Attacke. So. Genießen wir unsere Glutattacke. Und besiegen den. Micro. Ja, wir kriegen halt viele Erfahrungspunkte leider. Ich hoffe, wir kriegen bald unsere Pokebälle. Ich will nämlich Pokémon fangen. Mein Team aufbessern. Und wir gehen immer tiefer in den Wald rein. Und da haben wir Wally gefunden, sehr wahrscheinlich. Weil wir stehen bleiben. Was hast du eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Vielleicht ist das irgendein legendäres Pokémon. Keine Ahnung. Geh mal weiter. Geh mal weiter. Oh. Mann. Hallo, Raphael. Jo, das ist doch schon mal eine schöne Geschichte. Effektiv. Achso, effektiv, ja. Er war nicht sehr effektiv. Das ist halt der blöde Nachteil bei den neuen Spielen, dass man weiß, ob die Attacke Wirkung hat oder nicht. Das heißt, man kann schon nicht verkacken, wenn man früher keine Ahnung hatte und außerdem die falsche Attacke gemacht hat, hatte die keine Wirkung. Der gute Raphael. So, den zerstören wir hier. Wunderbar, nicht? Du mit deinem Rutenschlag. Ach, Raphael. Mann. Mann. Lass mich nicht im Stich. Come on. So. Dann haben wir dich auch besiegt. Und dann gucken wir mal. Weiter geht's. Es wird immer tiefer in den Wald rein. Da hinten ist irgendwas, oder? Beeilung, Niklas. Ich mache mir riesige Sorgen um Wally. Da passiert schon nichts. Es geht gut aus. Jetzt sehe ich nicht mehr. Hey, bleib stehen im Nebel. Ich habe Angst. Nein, ich habe keine Angst. Was soll hier schon passieren? Es ist einfach nur neblig. Oh, shit. Ich sehe nichts mehr. Ja. Was ist das? Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier raus ekeln. Ich sehe auch nichts mehr gleich. Das ist echt mies. Wir sollten lieber zurückgehen. Oder hast du irgendwie eine Taschenlampe, dass der Nebel weggeht? Das legendäre Pokémon. Shit, was ist das? Wie heißt das Pokémon? Was, wir sollen schon gegen das kämpfen? Wir haben nicht mal Bälle. Oh. Was zum, die Attacke war völlig wirkungslos. Ich mach mal Heuler. Ich hab keinen Plan. Ach Mann,
Und jetzt wird es immer nebliger. Uff, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen, Nick. Sehen. Alles in Ordnung bei dir, Niklas? Nein, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann es angreifen, wie ich möchte. Tackle! Der Angriff ist der Kern der Wirkung. Ihr macht es noch nebliger. Hey! Hey! Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe auch nichts mehr. Uah. Und jetzt? Was passiert jetzt? Alles weiß. Alles weiß. Und jetzt ist es abgehauen. Hey! Was ist passiert? Hope? Niklas? Delion, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt vom Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wally? Es hat sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten. Deswegen sind wir überhaupt hier. Er hat's gefunden. Wally! Dem geht's gut. Wie ihr seht, aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal, euch, auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach losstürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen, das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus. Dieser wahnsinnige Nigel war ja auch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment mal, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Delion. Es hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken haben gar keine Wirkung. Es war, als würden alles durch es durchgehen. Diese Attacken sind durch es durchgegangen. Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es ja eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Aber was ich mir jetzt frage, wieso waren wir bewusstlos? Delion hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten, aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hope. Genau, wieso waren wir bewusstlos? Da ist doch nichts passiert, er hat einfach nur ein bisschen rumgeschrien. Bevor wir nach Braceberry gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpocke pro Tag reicht dicke. Ja dann, let's go. Wo geht's nach Hause? Hier geht's ja zu dem... Achso, ja, sorry. Hier geht's ab. Hier geht's ab. Ist das meine Mama? Hope. Oh, das ist ja mein süßes Hoppolo. Ihr wollt nach Basbury, um euch den Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Delion hat mir schon davon erzählt. Hier, ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kauf dir davon im Pokémon ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Und kümmere dich gut um dein Hoppolo. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Hopp. Und du, Hoppolo, pass mir gut auf meinen Niklas auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendwas ist, kannst du dich zu Hause ausruhen. Gut, auf ins Abenteuer. Knospi steht da einfach rum. Knospi, Knospi, Knospi. So. Und dann ab die Post. Ab die Post, ja, Wally. Jetzt können wir uns da das Item gönnen. In der einen Wiese da. Ich weiß zwar nicht, was ist, aber ich will Pokébälle haben. Endlich Pokémon fangen. Acker. Och Mann. Geh's mir auf den Keks hier. Okay. Geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Chimpap trainieren. Wir treffen uns dann im Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Okay, wir erkunden danach mal die Stadt, aber ich will noch das Item da holen. Ach so, wir können da gar nicht durchlaufen, weil die ganzen Wallys im Weg stehen. Och nee, ich will nicht noch mehr kämpfen. Ich will Pokéball haben. Hä?
Wieso ist ein Raphael erschienen? Ich will aber jetzt nicht gegen ihn kämpfen. Ich mache mal Flucht. Auch wenn wir sehr wahrscheinlich die Erfahrungspunkte brauchen später. Aber es wird nicht so einfach sein. Oh, kann ich auch gegen das Wally kämpfen? Kann ich auch gegen das Wally kämpfen, was da steht? Das wäre viel interessanter zu wissen. Ja. Da flüchtet mir auch erstmal. Micro. So. Wally? Ja, Wally. Wir können gegen Wally kämpfen. Ich will mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte du gibst. Ein wildes Wally erscheint. So. Oh, das ist sogar Level 6. Das ist anspruchsvoll. Das gibt mir gute Erfahrungspunkte. Das müssen wir natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Komm. Warum kriegt das kein Burn? Probieren wir mal Tackle. Ich glaube, Tackle ist nicht so stark wie Glut. Oder? Wally? Tackle hat eigentlich ordentlich gut reingehauen, ne? Schwierig. Tackeln wir das nochmal, das Wally. Let's go, Wally. Lass dich besiegen. Ja, wegen Heuler, das ist nicht so gut. Dann probieren wir nochmal Glut aus. Glut, los. Let's go. Wally. Lass dich doch einfach mal besiegen. Come on. Please. Please. mein Hoppolo ist hyperaktiv. Der tanzt die ganze Zeit hier. Zack, 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 zack. Oh, ein Einigler. Das ist schon ein Kack-Pokémon, ne? Erst meine Angriffswerte senken und dann auch seine Verteidigung stärken. Aber jetzt die Glut. Und das wäre so mies, wenn wir noch keine Pokéball am Shiny finden. Ich will aber endlich mein erstes Pokémon fangen. Ich werde auf jeden Fall danach nochmal zurücklaufen. Und dann noch ein weiteres Teammitglied holen, nämlich Wally soll jetzt erstmal ins Team. Ich weiß noch nicht, welche Pokémon alle ins Team passen, aber müssen wir noch herausfinden. Wir werden natürlich auch wechseln, je nachdem, ja, wie es aussieht für die, wie nennt man das da? Diese Naturzone für diese Kämpfe da. Gut. Wieso steht da Glurak? Weil das ja ein Let's Play ist, gucken wir uns alles in Ruhe an. Das ist der Bahnhof. Können wir hier reingehen? Was ist das denn hier? Ach so, okay. Was sagt er denn? Willkommen beim Pokémon Supermarkt. Was möchtest du tun? Etwas kaufen. Ach Mann, ich kann doch nicht mal... Das ist doch blöd. Ich wollte eigentlich den Typ an Quatsch nicht hinsetzen. Einfach fantastisch, wie sich die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. Sie sollte mal irgendwelche nützlichen Items geben. So, was sagt der denn hier? Hallo? Ich will nicht, dass er immer nur Glurak sagt. Hallo? Ach so, die sagen nur das Gleiche, okay. Ich weiß noch, was auf dem Schild stand, das es hier mal gab. Nach rechts geht es zum Pokémon-Labor, auf der anderen Seite liegt der Bahnhof. Ach ja, das war ein schönes Schild. Okay, wir gehen... Oh, das Deleon. Wir sollten uns aber erstmal alles angucken in Ruhe. Vielleicht gibt es irgendwelche nützlichen Items. Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon-Labor. Oder suchst du Professor Mangalika? Die findest du in ihrem Haus, ganz am Ende von Route 2. Muss ich denn da hin? Aber ich muss immer mit Deleon sprechen. Komm, ich blende euch mal den Kühlschrank. Nein. Ich habe keinen Plan. Ich hoffe, ich habe die Professorin nicht richtig falsch ausgesprochen. Keine Ahnung. Deleon, hallo. Du hast hergefunden. Gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Braceberry musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich hab's nicht so mit der Orientierung. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt. Was? Oh, Glurak würde mich nie und nimmer zurecht... ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlotsen, Partner. Aber genug gequatscht. Komm, lass uns reingehen. Glurak! So, dann genießen wir das schöne Labor. Es sieht aus wie so ein Aquarium oder irgend sowas. Unglaublich viele interessante Bücher. Professor Magnolika
zusammengetragen hat. Kein Plan, wie ich sie aussprechen soll. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Voll, voll, voll. Ach so, das ist nicht voll, voll, voll. Das ist dieses komische Voldi. Wie heißt das? Dillion, was führt dich dieses Mal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was der allerbeste Pokémon, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist oder irgendein ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Aha. Okay. Hallo, Voldi, genau Voldi. Na, mein Kleiner, danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Voldi. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldi hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Sinja. Hallo, so stellst du mich vor. Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrtschein für blöde Witze? Dabei musste ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Sania. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sania, die Assistentin der Professorin. Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Niklas, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Der will spielen, der Hund. Hey. Okay. Sonst noch irgendwelche Wünsche, der Herr? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch ein Smart Rotom. Hey, Rotom. Ein Smart Rotom. So ein Smart Rotom ist schon was Tolles. Besonders die Karten und die Navigationsfunktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können, außer Delia natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin Profi. Na, sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu tun, als den Pokédex in deinem Smart Room zu installieren. Du erhältst einen Pokédex. Genau. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolika, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Ich will aber Pokémon fangen. Und jetzt kriege ich jetzt Bälle. Bekomme ich jetzt Bälle? Kann ich jetzt Bälle kaufen? Geh doch mal weg da, du Voldi. Ich will Bälle haben. Hallo, junger Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch im Pokémon-Labor, oder? Dann hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders als neue Trainer ansprechen, ihn etwas unter die Arme zu greifen. Hier für dich. Erhält Trank. Wow, ich will ja Pokébälle haben. Ja, das kennen wir. Wissen ist Macht. Wer sich informiert, hat schon halb gewonnen. Sprich daher immer viele Leute an, wie du nur kannst. Und lies genau, was auf den Schildern steht. Clever, ne? Gib mir Pokébälle. Ich will nicht was fangen. Kann ich jetzt Pokébälle kaufen? Ach man. Ihr gönnt ja gar nichts hier. Dann auf zur Route 2. Kann ich denn da was kaufen? Ich will Pokébälle kaufen. Hallo. Sanja hat den Pokés auf deinem Smartphone, wenn du stimmst, dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir bestimmt öfters in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich ein Pokémon-Center auf. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, werf mir mal einen Blick hinein, Niklas. Ja, machen wir das mal. Macht dir Sinn. Ich kann auch kurz mal meinen Hoppolo heilen. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon-Center, Niklas? Nein, ich kenne mich schon aus. Na, dann muss ich dir ja nichts mehr erklären. Ich habe auch keinen Bock mehr, das erklären zu lassen. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gut, eine Idee, danke. Niklas, ich gehe mal zur Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist.
Genau, einmal kurz heilen. Ich glaube, wir können auch den PC von unterwegs benutzen, oder? Soweit ich das gelesen habe, aber mehr weiß ich auch noch nicht. Wir werden es im Let's Play erfahren. So, kriegen wir denn jetzt hier? Bälle, Pokebälle? Wieso darf ich keine Pokebälle kaufen? Das ist doch blöd. Ach, leck mich doch, Spiel. Wo gibt's meine Pokebälle? Wow, mein Geburtstagshoroskop für diesen Monat trifft wirklich total ins Schwarze. Schön für dich. Nein. Okay, kein Thema. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegt hast. Ich glaube an sowas nicht. Schreibt mal rein. Glaubt ihr an Horoskope oder nicht? Was ist hier alles überhaupt? Ah, Modenladen, okay. Aber ich will nicht mit Mode aufhalten. Wenn man mit seinem Pokémon gemeinsam isst, schmeckt alles doppelt so gut. Achso, wenn man isst. Wally, Wally, Wally. Überall Wallys. Ich gehe sehr gerne in die Boutique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. Ja, da will ich aber jetzt nicht hin. Was gibt's hier? Ich habe gehört, dass Delo einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ. Hallo, wie wär's mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Ah, Junge, überteuerte Preise, hey. Hör mal. Morgen weckt mich mein Pokémon auf. Abends bring ich mein Pokémon ins Bett. Ich kann mir ein Leben ohne Pokémon nicht vorstellen. Kannst du diese Pokémon für Professorin? Sie genießt ein ruhiges Leben in ihrem Haus am See. Kannst du mir jetzt mal Bälle geben? Sag mal, Niklas. Für einen echten Kinder ist die Arena-Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Die Arena-Challenge? Was ist das? Ich stelle mich mal ganz doof. Du weißt nicht, was die Arena-Challenge ist? Naja, das ist in dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner, der hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Der Leon könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deshalb will ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena-Challenge teilnehmen, oder? Dann können wir uns beide gegenseitig anspornen wie echte Rivalen. Die Professorin wurde am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Ich will aber Pokémon fangen. Ich will Pokémon fangen. Wieso gibt keine Pokebälle? Das ist doch kacke. Sind das alles für Nichtgönner? Zwischen Sania und Delion herrscht früher einmal eine gesunde Rivalität. Delion liebt Pokémon über alles und vor allem liebt er es, mit ihnen im Kampf zu ziehen. Schon früher hat er immer 100% gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Okay. Die gehen alle über den Champ. Das ist aber nicht für mich relevant. Ich will Pokebälle haben. Hallo. Ihr seid alles Nichtgönner. Okay. Nur das Wissen eines Trainers kann ein Pokémon seine wahre Stärke entlocken. Lektion 1 für einen Trainer. Das Pokémon ganz oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Wow. Hätte ich ja nicht gewusst, ne? Lektion... Ich will ihn nicht schon mal ein... Den wollte ich anquatschen. Ja, hallo. Lektion 2 für einen Trainer. Regelmäßig speichern. Lektion 3 für einen Trainer. Wenn ein Pokémon einen Attack einsetzt, die seinen eigenen Typen spielt, steigert das ihre Stärke. So. Und hier, du genießt die Aussicht. Das Haus der Professorin kann man auch vom Weiten an seinem violetten Dach. Ja, da hinten ist es ja schön. Aber. Warte, das hat gerade geglänzt. Ist ein verstecktes Item gewesen? Oder glänzt einfach eine blöde. Hallo? Aha. Da muss man drauf achten. Okay. Beleber gefunden. Ja, schön, aber. Ich will doch einfach nur Pokémon fangen. Hey Niklas! Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich es dir. Wer einen Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Delion. Och man, jedes Pokémon gehört einem oder zwei Typen an. Und jeder Typ hat Stärken und Schwächen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass du dir ein Team von Pokémon zusammenstellst, die ihre Stärken und Schwächen gegenseitig ausgleichen können. Aber genug der trockenen Theorie, ich bin schon ganz heiß darauf, dir zu zeigen, wie man Pokémon in der Praxis fängt. It's Champ Time. Yay, endlich. Nach Ewigkeiten. Und genau als Exemplar fängt ein wildes Wally. Los, Micro. Er hat Micro? Schau her, so fängt ein Champ ein neues Pokémon. Der schwächt das ja nicht mal. 50 Pokebälle. Ist klar, Junge. Ist klar. Ist am Start.
Ja, und dann fangen wir unser erstes Pokémon an, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, ne? Ich will die Folgen halt nicht zu lang machen. Ihr könnt immer reinschreiben in die Kommentare, ist die Folgenlänge angemessen, so zwischen 20 und 30 Minuten oder nicht? Du hast es so etwas von drauf, Deleon. Hier habt ihr ein paar Bälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Hier ist, in der Gegend kommt einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchen sie alle einen neuen Trainer. Oh, direkt mal 20 Bälle gegönnt. Oh, du bist großzügig. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um euer Teams zu trainieren. Als Champion bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Genau, ich bin auch schon gespannt. Wir machen es einfach abhängig. Wartet nur ab. Ich werde in 0, nichts das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professorin wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Gut, dann los. Ich hoffe, wir finden hier ein Wally. Nicht du, geh weg. Der Fuchs. Ich will den Fuchs haben. Hey. Hoplo, ich hoffe, der ist nicht von Typ Feuer. Ich hab halt nach meinem Video, wo ich drüber den erzählt habe, nicht nochmal geguckt, was sein Typ ist. Weil ich vertraue erstmal keinen Leaks, Mann. Woldi, geh weg da. Ich wollte den Fuchs haben. So. Ist das denn auch so? Ich bin mal gespannt, ob man weiß, ob die ein Shiny sind. Wie bei. Ja. Bei Let's Go. Wie heißt das? Es ist ein Clip. Fox, Fuchs, Fox, Fuchs, keine Ahnung, Kampf. Wehe, ich schwäche dich. Okay, ich mache erstmal Ruckzuckhieb. Auf in mein Team. Du musst in mein Team kommen. Oh, shit. Volltreffer, okay. Ah, das war gut. Clappy Fox, oder wie man das ausspricht. Ich glaube, der ist vom Typ Unlicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen und der macht ordentlich Damage. Nein, nicht kämpfen, nicht kämpfen. So. Beutel. Pokéball. Wir haben 25. Hat er uns nicht nur 20 Bälle gegeben? Okay, egal. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Pokémon-Center neue Bälle fangen. So. Clappy Fox, komm in mein Team. Willkommen im Team. Yay. Erstes Pokémon gefangen. Auf meiner Reise. Das ist natürlich für meine anderen Projekte auch noch von Interesse. Aber das seht ihr dann später im nächsten Video. Denn das kommt auch noch heute, wenn ihr dieses Video gesehen habt, um 18 Uhr online. Sehr schön. Ich gucke nur mal kurz Pokémon. Wir haben auch geheim geschehen, was neu ist. Per Pokémon Plus mit Pokémon ein Aus. Oh! Das ist interessant. Ich wollte gar nicht geheim geschehen machen. Ich wollte nur gucken. Pokédex können wir einmal kurz angucken, wie der aussieht. Oh, empfohlene Pokémon. Wieso empfohlene? Was sind empfohlene Pokémon? Ach so. Meine Pokémon angucken. So. Bericht. Ja, ist vom Typ Unlicht. Das ist schon mal sehr schön. Was kann er denn für Attacken? Ich hätte mal auf die Attacken gucken sollen. Prügler, okay. Die werden ja so, glaube ich, trainiert. Wir gucken mal kurz. Wir können noch einen Kampf machen. Einen Testkampf. Gegen wen kämpfen wir denn jetzt am besten? Oh, da war noch ein Sarmurzel. Das ist ja perfekt. Ist ein Pflanzen-Pokémon. Das kennen wir ja. Damit wir wissen, ob wir dann auch so wie EP-Teile halt die Pokémon alle trainieren, dann können wir das so perfekt machen. Wunderbar, Samurzel wurde fast besiegt. Absorber, ja, macht ja nichts. Und dann nochmal Glut. Und dann ist Samurzel besiegt. Und wir sehen dann, ob alle im Team Erfahrungspunkte bekommen oder nicht. Wir schauen mal. Ansonsten müssen wir in der nächsten Folge mal kurz zurücklaufen. Ja, wir kriegen alle Erfahrungspunkte. Und uns das Wally holen. Das holen wir erstmal fürs erste Team. So, ich gehe mal irgendwo hin, wo kein Pokémon mich anlaufen kann. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der zweite Part auch gefallen. Und wir sehen uns dann im dritten Part hoffentlich bald wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.